Hallo, dass ihr mich heute hier im Thomas Magnum Outfit seht, ist kein Zufall. Am Wochenende habe ich die Zeitung aufgeschlagen und was sehe ich da? Ich habe mich mal wieder als Trendsetter bewiesen. Was heißt Trendsetter? Ich habe diesen Trend immer gelebt und zwar geht es um den Schnauzer, der feiert nämlich sein Comeback. Das war der Artikel im Münchner Merkur. Der Schnauzer feiert sein Comeback. Ich werde euch jetzt ein paar Zeilen aus dem Artikel vorlesen und dann werden wir noch ein bisschen drüber reden. Hipster-Vollbart, das war gestern. Heute trägt man Oberlippenbart. Gerade bei jüngeren Leuten gilt er nicht mehr als cringe, also peinlich, sondern als sexy. Aber Vorsicht, nicht jedem steht ein Schnauzer, sagt der Münchner Barbier Daniel Piropan. Ich lese noch ein bisschen weiter, dass wir in die Geschichte reinkommen. Der Bart auf der Oberlippe kann viele Formen haben, vom dünnen Strich bis zum dichten Schnauzer. Und in seiner Geschichte musste er allerlei ertragen: Rotzbremse, Bürste oder Pornobalken. Spöttische Namen gab es viele. Letztlich stammt tatsächlich aus der Pornofilmbranche, wo der Oberlippenbart in den 1970er Jahren bei männlichen Akteuren gängig war. Maßgeblich geprägt hat ihn der US-Amerikaner John Holmes, der in mehr als 1750 Pornofilmen mitgewirkt hat. In den 80er Jahren war dann der Chevron-Bart ein breiter Streifen, der die gesamte Oberlippe bedeckt, bis zum Mund hin leicht abgewinkelt ist. Begriff der Männlichkeit. Prominente Träger waren Magnum-Star Tom Selleck, Frontmann von Queen Freddie Mercury und Schimanski-Darsteller Götz George. Ja, hier sind noch ein paar. Ist noch ein kleines Bartquiz drin gewesen. Prominente Bartträger, von denen ich maximal drei cool finde. Und zwar Freddie Mercury, Tom Selleck und vielleicht noch Brad Pitt. Ja, und so hat sich das wieder geändert. Die Vollbärte sind weg. Die langen Vollbärte nicht mehr in. Diese Hipsterbärte und der Schnauzer wird wieder cool. Man sieht es ab und zu im Fernsehen wieder und ich habe da auch schon meine Gedanken gemacht, bevor ich den Artikel gelesen habe. Ja, der Oberlippenbart wird bald wieder normal sein. Schnauzer sieht man seit letztem Jahr öfter, sagt auch Antonio Weinitschke, Artdirektor beim Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks. Für das Revival nennt Weinitschke mehrere Gründe. In der Mode erleben wir gerade wieder mal ein wenig die 80er Jahre, frisurentechnisch, klamottenmäßig, etwa mit Schulterpolstern oder locker sitzenden Buntfaltenhosen. Und da gehört der Oberlippenbart einfach dazu. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr den Trend auch schon bemerkt habt oder ob das jetzt wieder eine Erfindung der Zeitung war, um was zu schreiben. Mal schauen, wie lange ich meinen noch in der Form trage. Vielleicht werde ich mal wieder ein bisschen ändern. Früher habe ich ihn getragen, so im Errol Flynn-Style, also ziemlich schmal, nicht so voluminös. Ganz dünner Streifen auf der Oberlippe. Extreme Lässigkeit war das damals. Das war es auch schon wieder für heute. Zum Thema: Der Schnauzer feiert sein Comeback.